Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outer Wilds. Ich bin Mr. Katafira, let's play das Kaninchen und wir haben ein bisschen mehr auf den beiden Zwillingsmonden oder so erfahren. Aber es gibt immer noch Dinge, die wir da entdecken müssen. Zum Beispiel das Anglerfischfossil, die in der sonnenlosen Stadt gibt es auch noch mehr zu entdecken. Das Hochenergielabor zum Beispiel. Und hier drüben gibt es immer noch das Projekt Zwillingsasche. Wir wissen über die Türme, dass es dort eine Teleportstation gibt. Und eine davon geht auch nach hier zur Sonnenstation. Da haben wir noch gar keine Ahnung. Und da wollen wir heute mal hingucken. Das versuche ich jetzt mal. Wir versuchen natürlich nicht darauf zu landen. Halt. Sondern wir werden auf dem einen Planeten, einfach auf dem Sandzwilling, einfach landen und warten, bis er so weit seinen Sand verloren hat, dass wir den Turm betreten können, um uns teleportieren zu können. Das letzte Mal hatte ich ja ein bisschen das Pech, dass die Sonnenstation zu dem Zeitpunkt schon von der Sonne zerfressen wurde. Tja, lief doof, würde ich sagen. Aber ja, jetzt wissen wir ja ein bisschen mehr. Und wir müssten auch noch in die sonnenlose Stadt. Das müssen wir auch noch. Sag mal, da geht schon das. Da wird schon. Entsteht schon. Warte mal. Halt. Mal gucken, dass wir hier irgendwie vernünftig landen. Ich bin mal gespannt, was eigentlich passiert, wenn die Sonne, der Sand verschwindet. Ob unser Schiff dann einfach weiter mit runter geht oder ob das jetzt einfach dann anfängt wegzuschweben. Ich meine, die Schwerkraft wird ja nur größer dadurch. So, hier haben wir eins, genau, das sind diese Solarkollektoren oder was das sind. Da ist die Sonnenstation. Was passiert mit unserem Schiff, wenn der Sand so nach und nach verschwindet? Der Sand bewegt sich wellenförmig, auch gut. Sehen wir denn irgendwo schon eigentlich den anderen Planeten? Oder habe ich mich an die Seite gesetzt, wo niemals der andere Planet zu sehen ist? Doch, da ist er. Sehen wir denn schon, dass der Sand sich abzieht? Ja, der Sand zieht sich ab. Ist natürlich die Frage, wie das eigentlich sein kann. Möchte man mal ganz kurz in den Raum rufen? Aber das ist nicht unser Problem. Dann gehen wir mal ein bisschen auf Erkundung. Unser Schiff scheint sich ja immer dem Boden anzupassen, was ganz angenehm ist. Wir gucken mal, hier ist ja die Linie mit dem Zauberpfad. Wir folgen der jetzt einfach mal. Der Äquator-Zauberpfad-Linie. In der Hoffnung, dass wir die Türme dabei entdecken. Dauert ein bisschen, aber gut. Man kann nicht alles haben. Zur Not gehen wir nochmal schnell zurück zu unserem Schiff und saugen ein bisschen Sauerstoff. Ist da irgendein Ort, wo es Sauerstoff gab? Ich glaube, es gab keinen Turm mit Sauerstoff, ne? Ha! Naja. Auch interessant ist, wenn man überlegt, dass diese riesige Solaranlage das Hochenergielabor versorgt mit Strom, was dann die zwei riesigen Solarkollektoren, die hier angeschlossen sind, was die versorgen. Auf der anderen Seite scheinen die ja aber nicht permanent mit Strom versorgen zu können. Und da stellt sich mir persönlich die Frage, was das für das Projekt Zwillingsasche bedeutet, wenn das nicht permanent mit Strom versorgt werden kann. Weil wenn hier der Sand draufgeschüttet ist, ob das gewollt ist, ob dadurch irgendeine bestimmte
Ich meine, damit ist ein Zyklus gegeben. Er beginnt, wenn die gar keinen Strom haben, wenn die sozusagen leer sind, und dann fangen die an, sich natürlich aufzuladen, und wenn der komplett leer gesaugt ist, der Planet, und gar keinen Sand mehr hat, haben sich die Solarkollektoren vielleicht weit genug aufgeladen, dass sie die genügend Energie für das Projekt, was auch immer denn da aktiviert wird. Wir wissen ja, dass hier scheinbar diese Erinnerungsspäße drin gespeichert werden, diese Erinnerungsengramme. Und haben wir das schon gelesen? Ich würde sagen, das habe ich schon gelesen. Au. Au. Ach, hier sind auch Pflanzen auf dem Boden. Na, das ist ja unschön. Ah, das ist ja eher unschön. Dann hoffen wir mal, dass es eine Sonnenstation Sauerstoff gibt. Nicht wahr? Wir können auch mal hier noch gucken. Vielleicht gibt es hier auch noch ein bisschen irgendwas. Hier geht's hoch. Hier ist nichts Spannendes. So geht's hier hoch. Eigentlich. Ach, weil da drüben nochmal eine Nachricht ist. Okay. Egal, egal. So, das hier ist gleich freigeschaufelt. Ich hoffe, der Teleporter funktioniert. Auch wenn der hier eigentlich das obere Teil zwar kaputt ist, aber die Plattform unten, die ist ja noch heile. Ja, ich weiß. Okay, da war die Sonnenstation, aber das hat noch nicht gereicht. Vermutlich, weil die Plattform noch nicht aufgedeckt ist. Vermutlich muss ich auf der Plattform stehen und nicht darüber. So, jetzt stehe ich drauf. Die Plattform leuchtet auch. Das heißt, sie hat Energie. Und dann hoffen wir einfach, dass es auf der Sonnenstation Sauerstoff gibt. Sonst haben wir ein bisschen ein Problem. Oh nein, 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 das ist nicht dein fucking Ernstspiel. Alter, es gibt nichts Schlimmeres als so ein Random-Scheiß. Sorry, das ist Kacke. Das ist dermaßen Kacke. Weil es uns, wir haben nicht so viele Versuche. Und dann kommt da diese Kacks. Das regt mich, sowas regt mich halt wirklich, weil es halt so random ist und so. Wenn die Sonne kam gerade. Ja, ist okay. Wir haben nicht so viele Versuche, das ist halt das Problem dabei, ne? Jetzt muss ich aber erstmal zurück, um Sauerstoff zu holen, weil jetzt haben wir zu viel Zeit verbraucht. Weil dieser ein, das ist so. Es ist so wirklich ärgern. Das ist da wurde halt wirklich damit gearbeitet, den Spieler zu ärgern. Der eine Turm ist zu, sodass man nicht rausgesaugt werden kann. Aber bei dem, der relevant ist, der ist natürlich offen, dass man oben rausgesaugt werden kann. Das ist nur. Frustpotenzial. Das ist nur dazu gemacht, um den Spieler zu frusten. Weil jetzt könnte es sein, dass ich den Zyklus verpasst habe, in dem die Sonnenstation. Genau. Da kommt sie jetzt. Das heißt, ich muss jetzt wieder einmal warten, um das rumzulaufen. Vermutlich habe ich jetzt gerade den einen Zyklus verpasst, wo die Sonnenstation genau in dem richtigen Abstand war, weil ich weggestoßen wurde und erstmal wieder zurückkommen musste.
Und jetzt beim nächsten, wenn das nächste Mal im richtigen, in der richtigen Anordnung wäre, dann ist die Sonnenstation vermutlich schon zerstört. Oh, jetzt kommt da nicht schon wieder die Sandkacke. Das ist doch nicht... Alter, dieses Spiel, das ist doch nicht... Das ist doch nicht wahr. Und da ist die Sonne ver... Das ist halt einfach nur unnötig kompliziert gemacht, unnötig Frustpotenzial. Weil es gibt keinen Grund, dass sie auf der anderen Seite des Turms haben sie es gezeigt, es ist möglich, eine Platte dahin zu bauen. Die haben sie nur weggelassen, damit es jetzt schwieriger ist, damit man mehr Anläufe braucht, damit es mehr frustet. Ist ja auch nicht so, dass ich sage so, oh geil, ich habe was rausgefunden, ich habe das Teil, das ist so irgendwie ein super Rätsel, was dahinter steckt. Nein, es ist eine Zufallsfrage der richtigen Anordnung der drei verschiedenen Aspekte. Besonders vier, wenn wir den anderen Planeten mitnehmen. Das ist nicht spannend, das ist nicht besonders spektakulär, es ist nicht irgendwie so, wow, geile Mechanik oder irgendwie so. Die Mechanik, die mit dem Hin- und Herziehen, die ist cool, um von dem einen Planeten zum anderen zu kommen. Aber hier ist es nur zum Frusten gemacht. Es ist auch kein besonders tolles Rätsel, wo ich danach denke, so, oh geil, ich hab's geschafft. Und gerade dadurch, dass du hier unter diesem Zeitcrunch noch bist, weil die Plattform sich natürlich, ne, die ist jetzt vermutlich schon wieder verbrüht. Nein, das ist der Eindringling. Ja, geil. Da ist die Sonnenstation weg. Das heißt, ich hatte jetzt wirklich nur dieses... Ich meine, ich war ja wirklich von Anfang an da. Ich stand ja in dem Turm, als der gerade leer gesaugt wurde. Von Anfang an war ich da. Und ich stand die meiste Zeit, stand ich auf dieser Plattform. Bis auf diese eine Sequenz, auf diese zwei Sequenzen, wo der andere Planet da war und einmal uns rausgesaugt hat und einmal wir uns versteckt haben, um nicht rausgesaugt zu werden. Man hat also nur ein Zeit... Garantiert ist es wieder... es gibt einen viel leichteren Weg. Du hast wieder was nicht richtig gelesen, Kata. Ah, oh, das geht ja eigentlich viel, viel leichter. Steht alles total gut erklärt. Du musst auf dieses Symbol, was du vorher noch nie gesehen hast und was nie erklärt wurde und was komplett kontra... was anderes bedeutet, als es bisher gedeutet hat. Darauf musst du einfach achten. Wir versuchen das jetzt einfach mit der Sonnenstation mal. Wir versuchen das jetzt mal richtig darauf zu landen. Ich kann sie aber nicht markieren. Wieso kann ich sie nicht markieren? Hä, wieso kann ich die denn nicht markieren? Oh, ist das dein Ernst? Wieso kann ich die Sonnenstation nicht markieren? Es ist ein Objekt. Wieso kann ich das nicht... Oh. Ganz ehrlich, das Spiel... Wieso geht das jetzt wieder nicht? Ich kann irgendwelche Steine markieren. Steine, die hier hinten in dem, bei der weißen Lochstation rauskommen. Da kann ich einzelne kleine Felsbrocken markieren. Aber eine fucking Station kann ich nicht markieren? Das ist doch auch wieder nur zum Frust. Das ist nur gemacht, um dem Spieler das schwerer zu machen. Da geht es nicht darum, weil es ist ja nicht, sowieso schon nicht leicht, da drauf zu landen. Und dann wird es dadurch noch zusätzlich schwer, dass die Sonnenstation nicht als Objekt erkannt wird. Es gibt auch keine Logik dahinter. Das ist auch nicht von wegen so, ja, das geht aber nur mit ganz großen Objekten. Nein, ich kann kleine
Felsbrocken, die genauso groß sind wie ich, kann ich markieren. Da geht es nur darum, zu frustrieren. So, jetzt können wir können ja aber einfach warten, weil wir müssen jetzt eh warten, bis der... Ja toll, ich stehe genau am richtigen Platz. Mal gucken, dass wir ja nicht am Äquator stehen. Dreh dich doch mal bitte zum Planeten, dankeschön. Und dann warten wir jetzt hier drinne. Ich sagte, wir warten hier drinne. Bis... Oh, wir haben noch keine neuen Informationen. Bis die Plattformen wieder aufgetaucht sind. Ausrüstungseinstellung. So. Ja. Wird jetzt auch nicht spannender. Also. Wir können jetzt nur warten. Um zu hoffen, dass wir dieses Mal das eine Zeitfenster zu finden. Garantiert ist es auch wieder so ein random Ding wie bei dem Quantummond, dass das von Spieldurchlauf zu Spieldurchlauf random ist. Und es dementsprechend manchmal gar keinen, dass ich jetzt wieder 100 Versuche brauche, bis ich den einen kriege, weil ich den schweren Weg wähle. Der leichte Weg, der ist ja ganz leicht. Das ist ja, da musst du genau hier hin und dann da klicken und schon hast du es hinbekommen. Habe ich zwar schon versucht, aber ich hatte vergessen, dass angucken und Foto machen nicht das gleiche ist. Vielleicht ist es Quantum Sand, vielleicht muss ich ihn fotografieren, damit er sich nicht bewegt. Weil angucken reicht nicht. Ich sehe ja nur die Oberfläche des Sandes. Das ist das Problem. Ich sehe nur die Oberfläche des Sandes. Deswegen bewegt er sich. Wenn ich ein Foto mache von der Oberfläche, dann kann ich natürlich auch darunter gucken. Egal. Also wie sieht es jetzt aus hier? Ist hier schon was gebildet? Ja, wir gucken mal raus. Okay, da ist der Solarkollektor. Da ist der große Turm. Das heißt, die kleinen Türme müssen jetzt auch gleich auftauchen. Naja, gleich ist relativ, ne? Ach, ich bin auf der Seite. Ach, guck mal, ich bin auf der falschen Seite. Ist hier eigentlich noch irgendwas, was man... Nee, da kommt man gar nicht durch. Es sind noch keine Quantumpflanzen. Und dann schauen wir mal, was uns diesmal in den Weg geworfen wird, damit wir das nicht hinkriegen. Hallo Quantummond. So, da kannst du nicht verschwinden, Edge. Und ich habe auch den Sand fotografiert. Damit kann auch der Sand nicht weg.
Erstmal einen Schluck Kaffee trinken, ja. Wenn wir hier warten. Und zwar zum Hochenergielabor. Ja, da müssen wir mal gucken, wie ich in die Stadt komme. Das war ja wirklich, da hatten wir diese Information bekommen, wie ich dorthin komme, dass ich dort über ein so ein Tunnelsystem, da muss ich nach oben und dann links und rechts und hast du nicht gesehen. Und das war nicht ganz so leicht und deswegen, das müsste ich mir nochmal anschauen. Dann gucken wir mal. Kommt dort Sand? Vermutlich direkt dahinter die Sonne. In genau dem richtigen Abschnitt jetzt. Hallo? Schwarzdorn, so hieß du. Ich muss gerade überlegen, wie der Planet heißt. Hallo? Weiß ich nicht, was das ist. Ich glaube, das ist unser Planet. Und das war unser Mond. So, haben wir das Glück? Haben wir das unglaubliche Glück? Ja, haben wir nicht. Da kommt die Station. Ah, oh, falsches Timing. Ach, so schade. War wohl wieder nichts. Haben wir nicht das richtige Timing abbekommen. Ah. Oh. Na, dann warten wir halt nochmal einen Zyklus. Erstmal kommt wieder der Sand, oder? Na? Sand oder Sonne? Offensichtlich Sonne. Okay. Und haben wir jetzt Glück? Oh nein, da ist die Sonnenstation schon wieder an der falschen Stelle. Ach, so ein Pech aber auch. Ha. Hallo, Quantummond. Und jetzt haben wir wieder das Glück, dass sich vermutlich Sonne und der andere Planet übereinander stellen, sodass ich nicht rausgehen kann, weil ich sonst weggesaugt werde. Und jetzt garantiert ist die Station an der richtigen Position. Jetzt wäre sie garantiert an der richtigen Position gewesen. Ja. Jetzt heißt es warten auf Godot. Und haben wir Glück, haben wir Glück, haben wir Glück? Ah, haben wir kein Glück. Da hinten kommt die Station. Ah. Ja, nur noch 60 Sekunden Sauerstoff. Ah. Aber pass auf, wir gehen mal ganz kurz zurück. Holen uns ein bisschen Sauerstoff und versuchen das noch einmal. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Aber ich glaube, dass sowieso bald die Station einfach auch wieder gefressen wird.
Und ja. Da ist sie und da verbrennt sie gerade, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Nee, es war nur eine Sonneneruption. Kann es sein, dass sie schon wieder weg ist? Ernsthaft? Ist sie schon wieder weg? Es liegt garantiert wieder an mir. Ich habe garantiert wieder irgendetwas überlesen oder übersehen. Und es ist garantiert so viel leichter, darauf zu kommen. Ja. Tja. Würde ich sagen, das war's. Wir haben nicht geschafft, wir haben zweimal nicht geschafft, obwohl wir jetzt wirklich in jedem Zyklus drauf standen. Es gab maximal einen oder zwei, ich glaube, einen hätte es gegeben können am Anfang wieder, als wir aber auch hätten gar nicht draufstehen können, weil der Sandstrudel da war. Aber ich bin schuld. Garantiert bin ich schuld. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, mal gucken. Ich glaube, wir haben auch langsam alles entdeckt. Ich glaube, wir haben langsam alles entdeckt, was so wichtig ist. Vielleicht, wenn ich mal ganz viel Langeweile habe, gucke ich mir nochmal den Schwarzdorn an, gucke, ob ich mich da in Millimeter schrittweise durcharbeite in dem 22-Minuten-Fenster, was ich habe. Und ansonsten ist ja nicht mehr viel, was wir noch entdecken können. Das Wichtige haben wir, glaube ich. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.